Herr Breitenberg, geht's Ihnen gut? Also letztes Mal wurden Sie ja vom Tasty umgeballert. Ich hoffe, Sie haben sich da schon gerecht. Nein, ich habe extra auf Sie gewartet. Ah, sehr schön. Da ich habe schon alles vorbereitet. Sie haben alles schon vorbereitet? Mhm. Wann haben Sie denn Zeit heute, Herr Breitenberg? Ich habe jetzt immer Zeit. Ich bin jetzt kein Geschäftsmann mehr. Ach, Sie sind kein Geschäftsmann mehr? Nein. Ach so. Ich habe jetzt ausgesorgt, lebe in Rente. Okay, ich melde mich im Laufe des Tages. Ich muss auch noch was beim Unicorn klären. Okay, machen Sie das. Bis dann. Bitte. Seien Sie vorsichtig, ne, mit dem Unicorn. Hier, der neben mir sitzt, ne? Wie heißt denn eigentlich nochmal, Sir? Ich. Scheiße, hast du schon vergessen, du so. Ja, ich kenne Ihren Vornamen nicht. Mein Vornamen kennst du nicht, aber mein Nachname gerade. Ja, Nachname Woljako. Was ist denn mit Nachnamen? Woljako oder nicht? Wollte ich mal noch fragen. Und das ist mein Zweitname, oder? Also passen Sie auf, Herr Woljako. Erinnern Sie sich zufällig daran, als Sie, am PD zu mir gesagt haben, Sie werden sterben? Ja, du schaffst mich nicht, ich mach dich weg, das weißt du. Okay. Okay, Herr Woljako, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Lol, nein. Du wickst. Herr Woljako, ich hatte mich da, glaube ich, ein wenig verhört. Sie sagten, du schaffst mich nicht. Ich weiß nicht, was Sie damit implizieren wollten oder mir mitteilen wollten. Ich wollte Ihnen nur sagen, niemand droht mir. Haben Sie verstanden? Ich meine, Sie werden das sowieso vergessen, weil Sie Ede nicht verrecken werden, weil Sie keine Chance hier finden wird. Aber am besten, warten Sie mal, ich stecke Ihnen mal einen grünen. Wissen Sie, es gibt Leute auf dieser Insel, die machen das genauso. Ich stecke Ihnen... Es gibt Leute auf dieser Insel, Herr Woljako, die machen das genauso. Ich stecke Ihnen mal einen grünen Zettel zu, okay? Bis dann. Und merken Sie sich das. Nicht mit dem Lord. Oh, scheiße. Hier ist wirklich gefährlich hier angesagt. Yo, moin, Miro. Bonusera, Herr Hilton. Bonusera, moin. Wie geht's dir, mein Freund? Gut, und selbst? Du rufst nie einfach so an, Miro. Ich habe das Gefühl, du möchtest... Nein, du rufst nie einfach so an. Doch, klar. Echt? Also du wirst einfach nur anrufen und fragen, wie es mir geht? Ich wollte einfach nur anrufen und fragen, wie es dir geht, ja. Ach so, und warum grinst du dann noch so dreckig? Warum hast du so dreckiges Grinsen im Gesicht? Ich meine, wenn du so ein bisschen direkt hier mich so komisch voll laberst und angrinst. Ach so, ja, du fällst dich so, als hätte ich gerade jemanden umgebracht von deinen Leuten, aber weiß nicht. Du fällst dich komisch. Hast du gerade jemanden umgebracht von meinen Leuten? Ja, nein, das ist ja das Ding. Aber du fällst dich halt so. Du fällst dich voll komisch. Nein, was ist mit dir? Du fällst dich. Ich habe dich angerufen, ich habe meine ersten Message geguckt und habe deine letzte Nachricht gelesen, auf die ich dir übrigens geantwortet habe und du mal wieder nicht geantwortet hast. Also bist du hier der Katze und nicht ich. Und dachte mir, ja, ich rufe dich mal an. Ach so. Ja, aber wie geht's dir denn so, Miro? Was machst du? Ja, ich fahre gerade ein bisschen rum. Ja, mir geht's gut. War gerade bei. Ich habe mich doch von meiner Frau geschieden. Echt? Was ist mit deiner Frau? Ja, nichts. Das ist meine Ex-Frau. Kann ich verstehen. Ich habe die ja letztens auch im Unicorn gesehen. Also bist du das glaube ich nicht. Doch, die war im Unicorn gewesen. Du hast... Nein, das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Ich habe die auch bezahlt. Also ich habe auch dann gesagt, bist du nicht mit mir zusammen? Die so, nee. Dann meinte ich, warum Schluss gemacht? Meinte ja, kleine ging für ein paar Jahre gut, aber irgendwann reicht dann auch. Guck mal, du schuldest mir noch einen Gefallen, ne? Ich schulde dir noch einen Gefallen, ja. Also wenn der Gefallen immer so der Junge zu tun hat, dann kannst du vergessen. Wie, kann ich vergessen? Da kannst du vergessen, also, kannst du abschwingen. Du hast mir damals gesagt, dass du alles tun würdest, was ich und sage. Jetzt, und Nero, damals war ich auch schon... Ja, aber jetzt bin ich ein Mann und jetzt sage ich dir, pass mal auf, kannst du vergessen, mein Freund. Guck mal, ich möchte wirklich nicht... Muss ich dich umbringen? Guck mal, Nero, ich möchte jetzt wirklich nicht auf das LCN-Anwesen und dir auf den Tisch kacken oder so, ne? Aber glaub mir, ich werde es tun. Muss ich dich jetzt echt... Alter. Muss ich jetzt wirklich auf deinen Tisch kacken? Jetzt mal wirklich. Überleg dir gut, was du machst. Guck mal, Alter, ich mach so viele Sachen für dich. Ja? Soll ich auf den Tisch kacken? Geld. Soll ich dir auf den Tisch kacken? Soll ich dir auf den Kopf kacken? Brauchst du mir gerade das? Miro, du weißt, glaube ich, nicht, wie du das tun hast, Miro. Ist das denn ernst? Oh. Hast du nicht letztens noch gesagt, bitte kann ich dein Dingens, kannst du mein Papa sein? Genau. Das verstehe ich auch immer noch. Warte mal. Was machst du gerade? Ich bin gerade Unicorn auf. Ja, Unicorn, warum? Ihr könnt mal die Autos besetzen und dieses scheiß Auto verfolgen. Was auch immer hier gerade auf dem Anwesen ist. Wo bist du denn? Und bringt mir den gerne mal vorbei. Wo bist du denn? Okay. Ich bin am Anwesen. Ach so. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst. Aber ich habe gerade so einen komischen schwarzen Rippersport auf dem Anwesen. Ich bin am Unicorn. Nee, ich fahre gerade mit einem Lambo rum. Also auch einen schwarzen. Okay. Was war das denn für ein Supersportler? Wenn du willst, kommst du zum Unicorn. Also ich chill gerade mit ein paar Freunden. Komm du einfach zu mir. Schön, wir zusammen. Wo bist du denn? Weil dann schick mal schon oder komm vorbei. In dem Anwesen, am Haupttag. Ach so. Ja gut, dann warte mal. Leute, ich muss kurz weg. Ich komm. Lass mal den Abend wieder treffen. Ich muss kurz zum LCN-Anwesen. Aber mal eine andere Frage. Was ist denn jetzt mit dir und der Junge? Ja, wir sind jetzt zusammen. Halb. Fast. Okay. Interessant. Hat die mir was anderes erzählt. Echt? Was hat die denn erzählt? Fragst du doch. Ja, würde ich mir machen. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum LCN-Anwesen.
Ich bin gerade an der Staatsbahn. Bist du gerade an der Staatsbahn gewesen oder so? Ich bin gerade an der Staatsbahn vorbeigefahren, ja, warum? Kann es sein, dass du gerade verfolgt bist? Nee. Bonus Herr. Also ja, gerade steht jemand hier mit Maske. Ja, hallo, gut. Ich bin gerade mit Miro am Telefonieren. Ja, sind Sie gerade auf unser Anwesen gefahren? Negativ. Ich glaube, wir sind miteinander kurz hin. Okay, und warum flüchten Sie vor uns? Ich bin nicht geflüchtet. Na, ja, bringt mir den mal vorbei. Ich glaube, wir müssen mal reden. Der Herr? Ja? Würden Sie eine Einladung annehmen? Ach, nee. Aber bringt ihn natürlich nicht, hier ins Anwesen, ne? Ich hab Wichtiges zu tun. Würden Sie mir einmal folgen? Nee. Von der Serra, der Herr. Die können gerne hier mal in diesen schönen Superpolyto einsteigen. Alles klar. Gibt's hier ein Handschuhfach? Verdammt Amateure, Digga. Es gibt hier keinen, Handschuhfach, aber hier gibt's auf jeden Fall einen. Okay, der Herr, ich muss Sie darauf hinweisen, dass wenn Sie hier was. Helden? Hallo? Ja, hallo? Na? Alles fit? Ja, bei dir? Wie geht's? Da waren gerade ein paar Leute gewesen, die wirklich anschauen. Ganz was, du hast mir eh nicht gesagt. Ach so, das war. Ja, ich dachte, das wäre ein Angebot zum Fallschirmspringen. Ach du Scheiße, da ist ein Helikopter. Es wird nicht besser, Helden. Nee, ich scheppere den nicht um. Ich möchte mit ihm reden. Wie ist es da oben auf dem Dach? Ist gut. Wirklich. Ist gut gelaufen, oder? Ach. Ey, durchsucht bei der Straße hier. Aua! Ist hier irgendwie so ruhig geworden? Die sehen mich nicht! Also, Biro, deine Jungs sind echt nicht die hellsten, sag ich dir ganz ehrlich. Sag ich dir wirklich ehrlich. Alles klar, der Herr, können wir mal mitkommen. Ja, ich werde dir mal die Handfesseln anlegen. Ja, okay. Stell dich mal in die Wand, bitte. Ja, mach ich. Ich werde dir mal die Handfesseln anlegen. Ja, mach ich. Aua! Ich werde Ihnen die Fesseln einmal nach vorne legen. Wir steigen jetzt mal bitte hier vorne in den Schäfter ein. Steigen Sie in den Schäfter ein. Ja. Ich glaube, das ist Aufnahmeritual zu Rang 13. Ich werde entführt, Hilfe, Hilfe, Herr Officer. Okay, er hat gerade zu Cops gebrüllt, wie ein kleines Mädchen, das er entführt wird. Alles klar, Herr Hilton, hören Sie mich? Ich höre werden Sie. Wenn Sie nochmal sowas sagen werden, dann werden wir sofort rechts ranhalten und ich werde Sie aus dem Auto knallen, haben Sie verstanden? Das Ding ist aber, glauben Sie mir, das geht nicht gut für Sie aus. Sehen Sie die Officer kommen? Ist mir scheißegal, das war jetzt meine Ansage an Sie. Wenn Sie es noch einmal brüllen werden, werden wir rechts ranfahren und ich werde Sie aus diesem Auto rausschießen. Haben Sie es verstanden? Kein Problem, schießen mich aus dem Auto raus. Was ist denn mit den Cops los? Ach komm, Digga. Digga, was ist denn mit den Cops los? Die machen ja überhaupt gar nichts. Digga, ich schrei auf Megafon, ja, da schießen die mich raus. Sind die einfach nicht. Ich halte mir mal die Tür auf. Ich werde es jetzt mal durchsuchen. Ja. Ja. Oh no. Oh no. Komm mal rein hier. Das ist mein Hobbykeller. Das ist aber schön. Voll cool, ne? Also ist jetzt halt die Frage, traust du dir das zu, so eine Leiter runterzugehen oder... Traust du dir das zu oder meinst du, du brauchst dafür. Ne, du kommst hier eh nicht raus, so sage ich dir, wie es ist. Ja, am besten ohne Seil. Also am besten ohne, alles klar. So, ne, solltest du rennen und dann wird der Kollege neben mir fett in dich reinhalten, ja? Mhm. Das überlebst du dann nicht. Wegen. Mach dir mal den Fesseln los. Ja, wenn ich nicht will. Dann nehme ich dich hoch. Ach, okay, dann kletter mal runter da. Und das ist auch safe. Das ist safe. Ich würde Leiter runtergehen, ne? Ich vertraue dir nicht. Das ist einigermaßen safe. Zeig mal, dass safe ist. Das ist safe, vertrau mir. Dann geh mal auf die Leiter. Nee. Okay, du fällst du fällst ganz schön komisch. Alles klar. Dann geh mal runter. Komisch. Nein, also Retalk, du kannst da runter. Mhm. So. Können wir kurz unter vier Augen sprechen? Du kannst gleich mit jemandem unter vier Augen sprechen. Hm. So. Ey, Miro! Ey, ich wusste, das ist eine Party. Wusste ich doch. Mhm. Jungs, da muss man nicht mehr so Angst machen. Und Miro, setzen wir uns. Also Miro, du musst doch nicht immer hier so eine riesen Tamtam machen, nur also um zu zeigen, dass du hier der Mächtigste bist im Staat, also wirklich. Wolltest du mir nicht auf meinen Tisch kacken? Ja klar, wir sind doch Freunde, also das ist halt so immer... Hier, ja, da vorne steht ein Tisch, kack drauf, los. Ja, okay. Warum? Willst du da ein Wort? Hier, bei dem hier, oder was? Ne, stell dich da drauf und dann, ne, lass laufen. Okay. So. Ich hab jetzt kackst du nicht den Finger oder was? Ja, ich habe auf den Tisch gehauen. Also das, auf den Tisch kacken, das heißt so, das hat für mein Lehrer mal zu mir gesagt, das heißt so auf den Tisch hauen und mal sagen, ey, es reicht. Und deswegen meine ich auch zu dir, immer wenn du jetzt hier so auf Spaß, meine ich, dann kacke ich auf den Tisch. So einen auf, dann hau ich auf den Tisch und das war, also, ich hoffe, das ist nicht gemeint, dass ich auf den Tisch koten würde. Also, das war natürlich damit nicht gemeint. Kennst du den Spruch nicht, Miro? Nee, kenne ich nicht. Ach so, deswegen. Ich dachte, wortwörtlich, du willst mir auf meinen Tisch kacken. Ach so, deswegen ist das auch alles, ach so. Nee, mein Lehrer meinte immer so, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann kann ich auf den Tisch, sondern auf den Tisch hauen. Das ist halt so ein Sprichwort. Also, das kennst du. Aber wir haben da noch ein anderes Problem. Achso, das hauen wir raus. Und zwar, hattest du mir nicht mal vor Ewigkeiten gesagt, dass ich etwas bei dir gut habe, egal was?
Ganz egal was? Ja, safe, hast du auch. Hast du auch. Hast du nicht gerade gesagt, ja, dass es, wenn es um deine Perle da geht, dass es auf einmal nicht mehr so ist? Nee, ich meinte, dass wenn es um meine Perle geht, dann verstehe ich keinen Spaß. Das heißt halt nur, dass wenn ich zum Beispiel jetzt die umbringen soll oder dann ist es halt kein Spaß mehr. Weil bei den anderen Aufträgen, die du mir geben würdest, hätte ich noch Spaß. Aber da halt keinen Spaß, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht machen würde. Ich würde es halt dann ohne Spaß machen. Habe ich ja gesagt, ich meinte, boah, bei der verstehe ich keinen Spaß. Das wäre so gut. Also ich habe immer noch einen Gefallen bei dir, offen. Natürlich, egal was. Natürlich, Miro, alles was du willst.